Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Deus Ex Mankind Divided. Wir sind jetzt in den geheimen Ortschaft gereist. Langsam, Techno. Zeigen Sie mir Ihre Lizenz, aber Dali. Sie werden feststellen, dass alles in Ordnung ist. Was ist los, hä? Ah, ich halte Sie wohl von irgendwas Wichtigem ab. Das ist ein BH-847. Tatsächlich? Klingt beeindruckend. Werden Sie Schwierigkeiten machen? Hören Sie auf zu glotzen. Sie haben eine Freigabe für diesen Kontrollpunkt. Schönen Tag noch. Danke. Solche Leute? Wir sehen uns. Freut mich, dass du das sagst. Empfiehlst du mich so bei der Bayern? Wir haben jetzt ganz schön viele Missionen, die man machen kann. Kümmern wir uns jetzt erstes um diese Papiere, oder? Ich bin ein bisschen nervös. Ich bin ungern unter der Erde gefangen. Das Ausweisaktivierungsbüro ist geschlossen. Es ist immer geschlossen. Etwas wird Sie dazu antreiben, uns anzugreifen. Woher kam das? Oh, nur für Augmentierte. Sie waren geschockt, als ich Ihr Interesse gezeigt habe. Sie tun mir doch nichts, oder? Ich habe es wegen grundsätzlich. Brechowka, Sveli. Barnett? Der Sohn meiner Schwester wollte am Wochenende selbst machen. Da muss ich auch noch irgendwas untersuchen. Das ist die Frage, wie man da reinkommt. Sind überall Partys. Ich hoffe, das mit der Musik gibt keine Probleme. Wir müssen aber irgendwie. Das waren gute Zeiten. Ja, für einen Stadtrat weiß der Typ wirklich, wie man eine Party nennt. Ja, Miss Lola, ich sehe Polizei im Ausland, aber ich weiß nicht, ob sie okay ist. Das Leben kann so verwirrend sein. Die Leute suchen. Das ist verrückt. Ich will die Hauptstraße nicht verlassen, weil ich Angst vor einem Anschlag habe. Okay. Skoro mi připadá, že jsme v komoutu s rusákama. Verdammter Opti. Es ist dumm, wenn Leute vorhandene Medikamente nicht nehmen. Ich sehe in ihnen nur meine. Na kommen Sie. Ich bin ziemlich langweilig. Reden Sie lieber mit jemand anderem. Wow, toller Händler. Jo. Das war meine wunderschöne Stadt. Und jetzt? Mal kurz in mein Menü gucken, was ich hier. Stufe 1.
Okay, so, mit E-Book. Das bringt ja immer alles EP, wenn wir sowas lesen. Credit Chips. Tracker Software. Nicht zufällig von unten auch da irgendwie ruhig heute. Nö. Okay. Das könnte uns langsam echt vor Probleme stellen. So. Samit E-Doc. Was? Milena, ich bin in der Opti-Registrierungsstation. Moment, ich müsste jetzt auch Zugriff kriegen. Warum sehe ich einen Sicherheitstimer? Weil wir das beide noch nie gemacht haben. Drücken Sie die Daumen. Ich habe mir den Mitarbeiterausweis in einer Bar ausgeliehen. Warum steht da, dass es nur einen Aktivierungslot gibt? Scheiße, scheiße, scheiße! Die Stadt hat Quoten für sowas. Prag reguliert die Leute zu Tode. Was soll das heißen? Dass der Typ im System nicht zwei Leute registrieren kann. Scannen Sie was. Keine Zeit. Helfen Sie wenigstens einem. Gut. Edwards Dokumente müssten jetzt jeder Überprüfung standhalten. Er ist damit echt. Obwohl er es eigentlich nicht ist. Ich wollte zwei Personen helfen. Manchmal klappt auch mal was nicht. Sie müssen sofort da raus. Bitte. Milena, die Legitimation, die ich nicht scannen konnte. Was passiert jetzt mit Irenka? Sie endet vermutlich in Golle. Oder wird wegen falscher Papiere verhaftet. Kommt in irgendeine Zelle. Keine Ahnung. Ein Erfolg fühlt sich anders an, was? Kann man wohl sagen. Tja, dann konnten wir leider nur einer Person helfen. Lol. Okay. Na, einen Person haben wir geholfen. So, dann machen wir uns jetzt auf zur nächsten Runde.
Der hilft, wird ja uns am ehesten helfen oder nötig sein zu helfen, so damit wir besser die Augs verwenden können. Also hat mein Klient ihn erschlagen. Halt! Den Ausweis bitte! Mein neuer Wagen ist. Geht eine Sauce-Party voll, oder? Weiß halt noch nicht. Das so. Er gehörte gut einem ist. Opti, der nach Gollum deportiert wurde. Hey, Sie, wir haben drin Multitools im Angebot. Willkommen, willkommen! Hübsche Ware hast du da. Alles High-End. Und ich sehe schon, das ist dein Ding. Von wem ist deine Tech? Nicht von Isolay. Die gibt's nicht in Schwarz. Versuchst du das bei allen Kunden? Nur bei denen aus Carbon. Von einem Fan zum anderen. Mir kannst du's sagen. Ich muss dich leider enttäuschen. Vielleicht kannst du's wieder gut machen. Du hast doch bestimmt Zugang zu Breach-Software. Das Zeug ist illegal. Lass die Spielchen, Mann. Es ist illegal, weil die Regierungen der Welt ihre schmutzigen Geheimnisse bewahren wollen. Aber wir lüften sie trotzdem. Und du kannst dabei helfen. Sei ein Teil der Revolution. Übrigens, wirf doch mal einen Blick in meinen Computer. Da steht alles drin. Kauf oder Verkauf? Sicher. Alles klar, nur zu. Hammermäßig. Ja, was? Vielleicht statt dem Betäubungsgewehr. Das nimmt uns ja viel Platz weg. Fabrik neu. Nichts für mich. Ich setz dir schon keine Sozialaug ein. So mehrere Unternehmen der Fortune 500 in den Ruin trieb. Tatsache ist, das Kollektiv. Haben Sie vielleicht Interesse an Hacking-Software? So. Ja. Wunderbar. Wovon haben wir denn 5 nur? Okay. Müssen wir mal gucken, wie wir damit zurechtkommen. Oh, hier sind Lagereinheiten. Easy zu hacken. So, gucken, was da so schönes drin ist. Software, jawohl. Ja, sonst nichts, ne?
Kassan. Mit einem Leib. Na dann, komm mal also von hinten auch in den Laden rein. So. Anomalie festgestellt. Tracing-Programm initialisiert. Zugriff gewährt. Zack. Auch drinne. Oh. Nicht. Ah ja, hätte man wahrscheinlich noch verkaufen können, aber oh Mann, gehen wir mal da runter. Wenn dir jemand was zu sagen hat, sagt er es dir ins Gesicht. Höflich. Das ist... Was ist denn? Hau ab, Techno. Wir haben geschlossen. Oh, er ist nicht hier, um zu spielen, war. Oder? Sind Sie Ota? Ich bin Herr Botcovelli, ja. Und wer bist du? Ich bin hier im Namen einer beteiligten Drittpartei. Hast du das gehört, Vano? Unser Gast ist sehr verschlossen. Vorsicht ist immer gut, wenn man nicht genau weiß, mit wem man es zu tun hat. Das stimmt. Bringt aber manchmal auch Probleme mit sich, die mit etwas Offenheit vermeidbar gewesen wären. Wenn keiner der Beteiligten kompromissbereit ist, kann es keine befriedigende Einigung geben. Ich möchte jedes Missverständnis vermeiden. Gut. Und da du meinen Namen kennst und bestimmt noch mehr über mich weißt, solltest du dich ein bisschen vorstellen. Am ehesten bin ich wohl ein Problemlöser. Und ein Freund von Vaclav Koller. Er sagt, Sie haben eine Lieferung für ihn und die möchte ich abholen. Als Freundschaftsdienst. Sieh mal, Vano. Ein Mann, der noch an ehrliche Geschäfte glaubt. In gewissen Grenzen. Koller hat dir sicher erzählt, dass ich ihm den Kalibrator nicht gebe. Deals mit Optis sind zurzeit schlecht fürs Geschäft. Einfach. Er muss verzweifelt sein, wenn er jemanden wie dich schickt. Aber ich sage immer noch, nein. Oh, Alpha. Ich bin hier, weil es Ideale wie Freundschaft und gehaltene Versprechen gibt, die jedes Risiko wert sind. Sie sehen aus wie jemand, der das versteht. Erinnerst du dich, Vano, als ich gesagt habe, dass niemand mehr weiß, was Loyalität bedeutet? Das war ein Irrtum. Sieht gut aus, mein Herr, Peter. Wie weit du gehen würdest, um einem Freund in Not zu helfen? Wenn jemand meine Hilfe braucht, kriegt er sie. So gut ich kann. Ich sag ihm immer wieder, dass man mit einem einfachen Gespräch viel erreichen kann. Ich gebe dir den Kalibrator. Tschüsse, auf eine freundliche Art. Und was wird er mich kosten? Hör dir diesen Mann an, Vano. Er hat, was er will und traut dem Braten trotzdem nicht. Was machen wir mit so einem? Was er kostet? Einen Gefallen.
Was für ein Gefallen. Keine Sorge, das sag ich dir rechtzeitig. Es wird nicht wehtun. Zumindest nicht dir. Was sagst du? Haben wir einen Deal, Herr? Jensen, wir haben einen Deal. Ausgezeichnet. Oben in meinem Büro ist ein Safe, dort findest du Collars Kalibrator. Viel Spaß damit. Ich melde mich. Hast du gesehen, wie sein Hirn rausgespritzt ist? Was? Wieso? Wir haben das auf eine gute Art gelöst. Willst du mich verarschen? Ich muss das ganze Gespräch jetzt nochmal führen. Ja, Alter! In der alten Heimat sind die Menschen so eine Scheiße. Sie haben es. Kann ich es überspringen? Nee. Wenn dir jemand was zu sagen hat, sagt er es dir ins Gesicht. Höflich. Das ist. Was ist denn? Hau ab, Techno. Wir haben geschlossen. Oh, er ist nicht hier, um zu spielen, war. Oder? Sind Sie Ota? Ich bin Herr Botkovelli, ja. Und wer bist du? Ich bin hier im Namen einer beteiligten Drittpartei. Oh. Hast du das gehört, Vano? Unser Gast ist sehr verschlossen. Vorsicht ist immer gut, wenn man nicht genau weiß, mit wem man es zu tun hat. Wie konnte man da eben so hart fehlen? Bringt aber manchmal auch Probleme mit sich, die mit etwas Offenheit vermeidbar gewesen wären. Wenn keiner der Beteiligten kompromissbereit ist, kann es keine befriedigende Einigung geben. Ich möchte jedes Missverständnis vermeiden. Gut. Wir haben das Gespräch schon. Ich werde einfach das schnell durchmachen. Außer ich werde es jetzt hart verkacken. Und noch mehr über mich weißt, solltest du dich ein bisschen vorstellen. Am ehesten bin ich wohl ein Problemlöser und ein Freund von Vaclav Koller. Er sagt, Sie haben eine Lieferung für ihn und die möchte ich abholen. Als Freundschaftsdienst. Sieh mal, Vano. Ein Mann, der noch an ehrliche Geschäfte glaubt. In gewissen Grenzen. Koller hat dir sicher erzählt, dass ich ihm den Kalibrator nicht gebe. Deals mit Optis sind zurzeit schlecht fürs Geschäft. Er muss verzweifelt sein, wenn er jemanden wie dich schickt. Aber ich sage immer noch, nein. Ich bin hier, weil es Ideale wie Freundschaft und gehaltene Versprechen gibt, die jedes Risiko wert sind. Sie sehen aus wie jemand, der das versteht. Erinnerst du dich, Vano, als ich gesagt habe, dass niemand mehr weiß, was Loyalität bedeutet? Das war ein Irrtum. Dann sag mir mal, mein Herr, wie weit du gehen würdest, um einem Freund in Not zu helfen? Bla 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 bla. Wenn jemand meine Hilfe braucht, kriegt er sie, so gut ich kann. Ich sag ihm immer wieder, dass man mit einem einfachen Gespräch viel erreichen kann. Ich gebe dir den Kalibrator. Danke. Und was wird er mich kosten? Hör dir diesen Mann an, Vano. Er hat, was er will und traut dem Braten trotzdem nicht. Was machen wir mit so einem? Was er kostet? Einen Gefallen. Was für ein Gefallen? Keine Sorge, das sag ich dir rechtzeitig. Es wird nicht wehtun. Zumindest nicht dir. Was sagst du? Haben wir einen Deal, Herr?
Jensen, wir haben ein Deal. Ausgezeichnet. Oben in meinem Büro ist ein Safe, dort findest du Collars Kalibrator. Viel Spaß damit. Ich melde mich. Hoffentlich findet Nikolaus das nicht raus. Deine Meinung ist irrelevant. Loyalität ist für Herrn von Covelli sehr wichtig. Eliza Kassan mit einem Live. Okay, Collar, ich habe Ihren Neuroplastizitätskalibrator. Sehr gut! Ich werde Sie für die Optimierung vormerken. Sobald ich diesen Hausbesuch hinter mir habe. Welchen Hausbesuch? Ich habe da diesen anderen Kunden. Und der wartet nicht gern. Ich auch nicht, Collar. Rufen Sie mich an, wenn Sie bereit sind. So nah bei denen zu sein. Garantierte Anonymität. Die Palisade Bank Corporation wird immer das sicherste Archivierungsunternehmen der Welt bleiben. Hey! Natürlich noch. Dann gehen wir mal lieber wieder. Du kannst nicht wegen jeder Kleinigkeit. Haben wir das auch schon erledigt? Frage ich mich, wo wir als nächstes dafür hin müssen. Aber es war's auch von dieser Folge. Wir sehen uns in den nächsten wieder. Haut da rein.